Marlene und ich bin heute in Andermatt-Zitrun-Disentis unterwegs. Heute Nacht hat es nochmal frisch geschneit und jetzt ist strahlender Sonnenschein hier. Wir genießen also einen Traum-Skitag mitten in den Schweizer Bergen. Wir fahren jetzt als erstes mit dem Schneehühner-Express nach oben. Das ist eine neue Seilbahn hier im Skigebiet, dadurch ist eine neue Skiverbindung möglich. Wie es da aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Über Nacht. Es war jede Menge und alles schön fluffig weich. Ich stehe jetzt hier am Schneehühnerstock und von hier aus hat man eine super Aussicht und kann auch die Weitläufigkeit des Skigebiets erahnen. Es gibt nämlich insgesamt 180 Pistenkilometer und die erstrecken sich von Disentis da drüben, das ist besonders geeignet für Familien mit Kindern, bis zum Gemsstock oberhalb von Andermatt. Da geht es bis auf 3000 Meter hinauf und das ist besonders geeignet für Freerider, aber natürlich nur mit Notfallausrüstung und eventuell mit Skiguide. Und Pisten gibt es da auch und da fahren wir jetzt rüber und gucken uns die an. Ihr habt also gesehen, man kann hier richtig cool Skifahren und das liegt zum einen natürlich an der Neuschneeschicht, die heute Nacht gefallen ist. Dadurch hat es bei jedem Schwung ein bisschen gestaucht und man ist so ein bisschen wie durch Wolken abgefahren. Und gleichzeitig natürlich daran, dass sehr wenig los ist, als wir jetzt hier unterwegs sind. Also es waren kaum Leute da, wir hatten die Pisten nahezu für uns alleine. Ich bin jetzt auch noch mal zum Gemsstock hochgefahren, zum höchsten Punkt hier im Skigebiet und da war die Aussicht mega cool. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Gefällt mir auf dem Video oder drückt direkt auf Abonnieren, denn da gibt es auch immer mal wieder neue Skigebiets-Updates. Wir sehen uns auf der Piste!